Köln. Wie Deutschland und der Islam zusammenpassen, diskutierten Christen, Muslime und eine Atheistin in der ARD-Sendung Hart aber fair am 24. November. Der Vorsitzende des Zentralrats der Muslime in Deutschland, Ayman Masiak aus Köln, vertrat die Ansicht, liberale Muslime müssten sich nicht von der Terrormiliz Islamischer Staat distanzieren, weil sie ihr nie nahe gestanden hätten. Der Islam sei eine Religion der Barmherzigkeit. Der ehemalige Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Wolfgang Huber, attestierte dem Islam ein Glaubwürdigkeitsdefizit, weil er sich nicht klar genug von Gewalt distanziere. Ein europäischer Islam müsse durch Aufklärung gehen. Auch die Kirchen hätten sich kritisch mit ihrer Vergangenheit beschäftigt. Die katholische Publizistin Birgit Kelle forderte dazu auf, dass sich der Islam so wie jede andere Religion dem deutschen Grundgesetz unterwerfen müsse. Kassel. Die Scheidung ihrer Eltern hat für 2/3 aller Kinder in England schwerwiegende Folgen. Sie erzielen meist schlechtere Noten und versuchen, den Stress in der Familie mit Alkohol oder Rauschgift zu bekämpfen. Das ergab eine Umfrage der englischen Organisation Resolution, in der Familienanwälte zusammengeschlossen sind. Diese Ergebnisse können auf Deutschland übertragen werden, sagte der Leiter des Weißen Kreuzes, Wolf Trauernicht aus Kassel, der evangelischen Nachrichtenagentur IDEA. Bei der Trennung der Eltern gingen nicht nur die schulischen Leistungen der Kinder zurück, sondern auch die Lust, selbst zu heiraten. Frankfurt am Main. Eine freie Marktwirtschaft ist das beste Instrument zur Bekämpfung der Armut. Diese Ansicht vertritt der Diplomökonom Robert Götzinger. Sehen Sie dazu einen Kommentar von ihm. Der christliche Glaube bildet die Grundlage für ein Regelwerk, das wiederum die Grundlage für eine erfolgreiche freie Marktwirtschaft bildet. Die freie Marktwirtschaft hat sich historisch als das Instrument gezeigt, das am besten, am effektivsten Armut beseitigt. Es kann nur im christlichen Sinne sein, Armut zu beseitigen. Die Verwerfungen und die Armut, die wir heute sehen, die starken Einkommensunterschiede sind nicht die Folge einer freien Marktwirtschaft, sondern staatlicher Interventionen. Die wiederum sind eine Folge davon, dass wir zu sehr an den Staat als Erlöser glauben. Und das wiederum ist die Folge davon, dass wir den Glauben an Gott allgemein in dieser Gesellschaft verloren haben. Deswegen ist die freie Marktwirtschaft und das Christentum sind diese keine Gegensätze, sondern ergänzen sich.